Hier steht ganz fett, do not place nozzle in mouth or nose for any reason. Los geht's! Boah, bin ich fit! Guten Morgen, Lucrew, was geht ab? Es ist gerade 9.08 Uhr. Ich bin enorm fit tatsächlich für meine Verhältnisse. Und ich bin einfach ultra hyped, was im heutigen Vlog einfach alles passieren. Das ist übrigens Fluffy hier unten. Fluffy, was hältst du davon, dass im heutigen Vlog wirklich eine Menge geiler... Ich freue mich... Ja, da freue ich mich auch drauf. Ganz kurzer Ablaufplan, was in diesem Vlog alles passieren wird. Also jetzt gerade ist Donnerstag. Ich habe jetzt gleich erstmal noch einen Arzttermin, weil ich ein bisschen Blut nochmal abgeben muss, weil ich in nächster Zeit ein paar Operationen und so habe. Auf jeden Fall fahre ich danach dann heute Abend zurück nach Köln und morgen werde ich mir mit Max eine Lederhose kaufen gehen. Und wir werden noch viele andere Sachen machen, aber jetzt würde ich sagen, putze ich mir erstmal die Zähne. Jeden Tag 40 mal Zähne putzen, Freunde. Ich finde, ganz ehrlich, Müdigkeit ist so ein bisschen wie wenn man betrunken ist. Das sind so die Theorien von Luca. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch schon mal ein Bierchen oder so getrunken hat, aber wenn man halt so ein bisschen angetrunken ist, dann sind so Bewegungen, wenn man irgendwie so guckt, so ein bisschen verlangsamt. Und genau das Gleiche stelle ich gerade in meinem Körper fest, weil ich halt einfach ein bisschen müde bin. Also, bin ich gerade betrunken? Ich habe vor allem wieder so ultra Bock auf Köln. Ne? Heute Abend fahre ich ja wieder dahin, morgen sehe ich Max und so wieder. Ich gehe wieder ins Gym und ich mache auch morgen eine Challenge mit Max, aber jetzt gehe ich erstmal zum Arzt. Wer ist der größte Vollidiot der Welt? Ich. Ihr könnt euch ja vielleicht daran erinnern, dass ich mir heute Morgen die Zähne geputzt habe. Und das, was ich gerade beim Arzt machen musste, war ein Blut- und Atemtest. Und naja, Zahnpasta durfte ich da wohl 12 Stunden vorher nicht benutzen. Wer hat Zahnpasta benutzt? Ich. Ich musste jetzt einen neuen Termin vereinbaren für nächste Woche. Für mich ist das überhaupt kein Problem. Ich fahre da nächste Woche einfach nochmal hin und alles gut. Nur ich muss es jetzt erstmal meiner Mom beibringen und die ist da halt immer hart abgefuckt. Geht einfach nicht ran. Ich bin gerade zu Hause angekommen und ich weiß nicht, ob man es hört, aber hier geht gerade komplett die Welt unter. Also bei Sonnenregen möchte man tatsächlich eher weniger aus dem Auto steigen. Ach, Freunde, ich habe es geschafft durch den Regen nach... Warum guckst du so böse? Naja, ich bin nicht drangekommen, weil ich mir leider heute Morgen die... Ist irgendwie ein bisschen traurig, sogar Fluffy hier lacht mich. Du Arschloch. Ich mache mir jetzt auf jeden Fall erstmal... Ich habe gerade mit Max gesprochen und wir werden uns einerseits morgen treffen, um eine Challenge aufzunehmen. Also, das habt ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Das werden wir halt nachher in diesem Video gleich machen. Und andererseits werden wir uns auch eine Lederhose kaufen gehen, weil Max und ich werden zusammen aufs Oktoberfest fahren. Stellt euch das vor, so zwei Vollidioten aus Köln auf Oktoberfest. Ich bin jetzt gerade mit meinem Dad noch relativ viele Rechnungen durchgegangen. Steuerkrams, dies, das. Ich werde jetzt auf jeden Fall mit meiner Mom nochmal alle Fangeschenke durchgehen, die ich bekommen habe auf den letzten Fantreffen, weil, keine Ahnung, die macht das mal ganz gern. Also ich bin da schon alles durchgegangen. Die Frage ist nur, was du jetzt nochmal durchgehen wolltest. Immer wenn ich mal hier zu Hause bin, müssen wir halt die ganzen Sachen durchgehen, so Rechnungen und so weiter und so fort. Und meine Mom wollte mit mir noch die Fangeschenke durchgehen, weil sie ja selber auch ein paar Sachen bekommen hat und dabei haben wir das hier wiedergefunden. Das hatte ich so halb verloren in den ganzen Fangeschenken, aber das ist voll nice, weil das ist so ein Armbändchen, wo Lucrew drauf... Ja, wow, ich zeige es gerade super. Das ist so ein selbstgemachtes Armband, was ich bei den Videodays bekommen habe, wo Lucrew drauf steht, aber ich fahre jetzt erstmal zurück nach Köln. Ich sitze im Auto und fahre nach Köln. Ich fahre nach Köln und ich sitze im Auto. Was singe ich hier? Hallo Köln! Nach Turbolader habt ihr die Fahrt schön überstanden. Ihr seid ganz schön warm. Hä, wie seid ihr denn schon hingekommen? Ich habe gerade alle Sachen ausgepackt, die ich mit dem Bielefeld hatte. Und wenn ich jetzt mal nach draußen... Ja, okay, das ist gerade ein Vorhang davor. Aber auf jeden Fall ist es hart am Regnen und es ist hart kalt. Deswegen werde ich jetzt tatsächlich im September meine Winterjacke anziehen. So weit kommt es noch hier in Deutschland. Ich habe gerade einfach bei Sport1 gelesen, dass durch einen Fansturm der Kölner Fans in London, also die spielen ja gerade Europa League gegen Arsenal, dass das Spiel dadurch irgendwie erst um 10 Uhr angepfiffen wird. Also voll geil. Nach dem Gym kann ich noch Euroleague gucken. Hast du Bock auf ein Training? Nee. Sehr gut. Ich habe meine Winterhandschuhe wieder gefunden in meiner Winterjacke. Ehrlich? Oh, die muss man erst noch anmachen, ne? Oh, fuck. Max und ich haben zu Ende trainiert. Ich bin zu Hause in der Dusche.
Diesen Ort habt ihr schon lange nicht mehr gesehen. Diesen Ort sehe ich auch normalerweise nur an Weihnachten. Ich stinke, der Bastard. Ich habe gerade erfahren, dass Arsenal das 1:1 gegen den FC geschossen hat. Die Sache ist, ich bin eigentlich kein Köln-Fan, aber so support your locals und international ist man ja eh mal für die deutschen Mannschaften. Nein, ich sehe gerade, dass Arsenal noch 3:1 gewonnen hat gegen Köln. Fuck. Ich gehe jetzt aber auf jeden Fall auch schlafen, meine Damen und Herren. Das Training gerade mit Max hat mich schon hart noch auseinandergenommen, deswegen... Oh, Palace Lounge in 2 Minuten. Ich glaube, ich wirke in diesen Vlogs wirklich wie das größte Hypebeast, aber in 2 Minuten launcht Palace eine neue Kollektion. Und das Shirt und die Cap ist eigentlich ganz geil. Aber Zeit, um auf Toilette zu gehen, ist definitiv noch da, Freunde. Ihr kennt mich. Mein Handy wäre fast hingefallen. Ich aktualisiere hier gerade die ganze Zeit die Seite, Freunde, aber es ist noch nicht gelauncht, obwohl es tatsächlich schon 12 Uhr ist. Oder mein Internet ist am Arsch. Ich habe die Cap im Einkaufswagen, bin aber gerade in Line to Checkout, also es kann sein, dass ich noch verkacke. Whoop, whoop, ich habe die Cap hier bekommen. Diese Cap hier habe ich mir geholt, die ist auch schon wieder sold out, wer kennt's nicht. Hier, so sieht die aus, also yay, pretty dope. Plan für heute ist, meine Damen und Herren, gleich kommen Max und Seppel rum, die habe ich schon lange nicht mehr in der Konstellation gesehen. Danach habe ich einen Friseurtermin und heute Abend kommen wahrscheinlich noch Jona rum, den kennt ihr ja wahrscheinlich auch von YouTube, und noch Carola und Pauli, das sind noch 2 Freundinnen aus Düsseldorf. Aber jetzt gleich, wenn Max und Seppel kommen, machen wir erstmal eine Helium-Challenge. Pretty dope, hä? Huh? Ich warte gerade die ganze Zeit darauf, dass Max und Sepp bekommen, sodass wir quasi endlich diese dumme Helium... Perfekt. Endlich. Herr Krani, haben Sie Bock darauf, jetzt eine Helium-Sache zu machen? Ja. Oh, meine Damen und Herren, wir nähern uns der Heliumflasche. Oh mein Gott, Alter. Alter, wie groß ist die denn? Das hier ist jetzt auf jeden Fall die Heliumflasche. Wir können die mal den Seppel zur Birne halten, dann sieht man, wie fett die ist. Ja, macht der Flasche ist da. Ist so schwer? Andere Richtung vielleicht? Es ist fucking schwer. Drehen Sie den Handgriffzähler gegen dem Uhrzeigersinn. Gegen dem Uhrzeigersinn. Ist doch gegen den Uhrzeigersinn. Okay, Leute, wir haben es jetzt offen gemacht. Hier mal. Oh, hallo, könnt ihr mich schon anders verstehen? Habt ihr gehört? Ihr macht Mut, schon gut. Hey Lutz, wo bist du? Ich will eine Zange holen. Eine Zange, willst du mich verarschen? Ich muss irgendwie... Als ob! Hier steht ganz fett, do not place nozzle in mouth or nose for any reason. Los geht's! Mein Kanal heißt Laser Luca. Yeah, it's up on Instagram. Aber wir kommen da. Ja, moin, meine lieben Freunde. Abends auf dem Rocken am Stern. Aber ich was geht? Okay, wir begrüßen jetzt Jona mit Helium Voice. Hey Jona! Hi, was geht? Hi, na? Alles klar bei dir? Das ist eine ganz normale Stimme. So rede ich immer. Sag doch gerne mein Instagram. Lisa Luca heiße ich da. Hallo. Oh. Jona, du bist sehr freundlich, dass du mich zum Friseur begleitest. Oh mein Gott, ich fühle mich wie Casey Neistat in New York. Ja, willst du was sagen im Vlog? Ja, Luca, bester Mann. Ich kann nur lachen. Telefon, Schollige. Schau mal, bester Mann. Wohin fahren wir jetzt? Genau, auf die Rheinterrassen. Seitdem wir hier sitzen, ist das Wetter irgendwie immer mehr zugezogen geworden. Ich glaube, das liegt an dir. Was ist das denn? Was bin ich bitte für ein Ehrenmann? Ich bestelle mir extra ein Menü, damit Jona Chips und was zu trinken hat. Hm? Na, du was? Wie heißt du auf Instagram? Laser Luca. Oh, nice. Alle abonnieren. Wir haben jetzt gerade noch ein paar Bilder in der Stadt mit Zuschauern gemacht. Shoutout an euch. Und ihr dürft mir nicht durch die Haare wuscheln, falls ihr mich irgendwann mal sehen solltet. Okay. Auf jeden Fall schauen wir jetzt nach einer nicen Cabrio-Strecke und werden dann noch ein bisschen Porsche fahren. Solange wie ich den noch hab. Mm-hmm. You smell like shit. Oh hey, what up? Hey. Wir sind einfach in ein Parkhaus reingefahren, wo nur Dauerparker rein dürfen. Sind wir Vollidioten, Alter. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's.
Wir waren jetzt gerade schön Schnitzel essen. Danke nochmal, Jonas, für die Einladung. Auf jeden Fall sind da vorne Studienlehrräume und die müssen alle noch zur Uni gehen und ich habe schon meinen Bachelor. Tschüss, Jonas, wir sehen uns bald wieder. Ich sitze jetzt wieder hier im schönen 911 Carrera GTS, fahre jetzt hier gerade durch den Kölner Tunnel auf dem Weg nach Düsseldorf. Ja, ich weiß, es ist eine Kackstadt. Da fahre ich jetzt zu Carola, die kennt ihr schon, das ist mit einer meiner besten Freundinnen und dann, sehen wir uns jetzt da wieder. Die Woche mal zu Hause, alle drücken kurz auf Break. Haben Sie schon Lust, heute in Köln feiern zu gehen? Hallo, meine Lieben. Hier sehen Sie, wie ein Spast nicht einparken kann. Ich will mich ja ganz kurz bei allen bedanken, die Luca immer Süßigkeiten schenken. Ich kann sie dann nicht mehr essen. Ich dachte, du wolltest bist du heute, als du mich von der Arbeit abgeholt hast, bist du da hingekommen und hast gefragt, ob wir einen Kaugummi oder einen Pfefferminzbonbon für dich haben? Ja. Weil du so stinkst? Ja, willst du irgendwas dazu sagen? Nee. Nee, ist doof, ne? Tschüss. Auf Wiedersehen. Boah, bin ich hässlich, Alter. Also, wir haben gerade. Warum filmst du denn jetzt schon wieder? Wir haben gerade diesen Fleck entdeckt und Luca hat uns gerade Tipps gegeben, wie man den entfernen kann. Weil Luca ist ein richtiger Hausmann, Alter. Halt's morgen, super. Wie heißt du auf Instagram? Laser-Luca. Abonniert alle Laser-Luca. Hier ist Lukas Aufnahmezimmer, was aber als WC betitelt, weil er einfach behindert ist. Hier sehen wir einen hässlichen Smiley. Noch einen hässlichen Smiley, noch einen hässlichen. Oh, ganz viele hässliche Smileys. Hässlicher Computer, noch mehr hässliche Smileys. Hässliches Klo. Wunderschöne Carola. Das ist die Treppenstufe von Luca. Und hier sehen Sie Luca, die kleine Missgeburt. Bis! Wer ist dieser Spastik-Handkraftler? Ich mag den überhaupt nicht. Wir gehen jetzt auf die ersten Partys von Max Uni, weil der jetzt anfängt zu studieren. Deswegen die nächsten Aufnahmen sind mit dem iPhone. Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag. Wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen. Hey Tag, hey Freunde. Auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, meine Damen und Herren, wir sehen uns im nächsten Vlog wieder in 2 Tagen. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Bis dahin könnt ihr gerne, wenn ihr Bock habt, ein Like da lassen. Ihr könnt ein Abo da lassen. Ihr könnt... Wir sehen uns auf jeden Fall übermorgen wieder, Freunde. Tschüss.